Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West und dem Beagle. Kaum ist man in der Stadt, labern die einen auch zu. Das ist der Wahnsinn. So, ich möchte nämlich einmal ein bisschen shoppen. Bin ich jetzt falsch gelaufen? So. Ich biete dir einen ehrbaren Handel an. Ja. Du lagst wohl falsch. Eine Fremde. Dankeschön, du Arschloch. Wo ist denn die Truhe? Da. So, ich möchte jetzt erstmal ein paar Sachen holen. Und zwar Knochen, Sprengpaste. Nein. Doch, aber nein. Doch, aber nein, aber doch, aber nein. So. Ja, doch. So. Zwei Tränke habe ich noch. Die nehme ich natürlich mit. Ich habe einfach viel zu viele Sachen, Leute. Steine benutze ich eh niemals, ja? Ja. Ich glaube, ich kann mal alles, was nicht das hier ist, auch einfach wegmachen. Also alles, was nicht grün oder... Was ist das? Rauchbombe. Na komm, geschenkt. Outfits. Ach, warte mal. Utaro Werther. Tenakt Hochmarschallin. Nee, ich habe echt keine Rüstung von dem bekommen. Heftig, heftig. Naja. Wow, wie nett. Da hoch. Da hoch, da hoch. Ich will mal wissen, was hast du für Waffen für mich? Kriegsbogen? Nein. Ah, warte mal, was ist denn für gelbe Waffen für mich? Der hat gar keine gelben Waffen für mich, okay. Elite Seilwerfer ist egal. Scharfschutzbogen ist auch egal. Wildfeuerjäger, ne. Ne. Oh. Ich habe dir einfach nur irgendwas abgekauft, was ich immer brauche, und du kommst mir mit gute Verbesserung, ne? Geil. So, dann gehen wir mal zum Klamottentypen, der genau wo ist. Ja, ich flog und jetzt halt die Schnauze. Lass dir diese Chance zum Handeln nicht entgehen. Und ob ich das tue. Hi. Hallo. So, Tenakt Aufklärerin. Hatte ich mir die nicht sogar geholt? Tenakt Plünderin. Aha, Tenakt Taktikerin sieht scheiße aus. Das sieht genauso scheiße aus. Ha. Wir handeln später. Nee. Machen wir nicht. Okay, was ist hier? Rohstoffwürfel Barschaut. Ja, gut, komm. Ist geschenkt. Geschenkt, 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 geschenkt. Geschenkt, 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 geschenkt. Dann ab nach Landfall. Tu das. Widme dich deiner Aufgabe. Die da wäre was. Da gibt's auch einen Klamottentypen. Was hat der denn so im Petto? Ich weiß es gar nicht mehr, Leute. Ich weiß es wirklich nicht mehr.
Jo, hi. Was jetzt nicht so... Ist das nicht das, was Zoe anhat? Grabsängerin. Lore Angreiferin. Das sind doch die Sachen, die unsere Leute anhaben, oder? Kaja Händlerin. Kaja Händler? Aber irgendwoher kenne ich die Rüstung eben auch. Der Tenakt-Drache. Den hatte ich mir geholt. Den Tenakt-Drachen. Okay. Aha. Okay. Dann nicht. Nun ja, unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Eine so große Maschine. Und sie hat sie ganz allein besiegt? Ja. Das ist... Passiert ja. Alle Nase lang. Hey, Alva. Ich bin in Landfall. Kannst du herkommen? Ich komme, sobald ich kann. Das heißt, du kommst, sobald du kannst. Du hast zu kommen, wenn ich rufe. Aloy, ich bin hier. Musste ein paar Maschinen ausweichen, aber hab's geschafft. Alles klar. Bereit für den Wahrsager? Ja. Er ist gleich da drüben. Hoffentlich ist das nicht der Bohem Rhapsody-Typ. Wahrsagerin Alva, was machst du wieder in Landfall? Und mit der lebenden Ahnen? Wir suchen das Ed-Bay-Forschungszentrum, wo Leviathan entwickelt wurde. Dem Vermächtnis nach ist es irgendwo in der Stadt. Alva erwähnte, dass du in der Gegend Daten sammelst. Weißt du, wo es ist? Ja, ich war zufällig da. Aber da gab's keine Daten, nur bröckelnde Ruinen. Sag's uns trotzdem. Vielleicht finden wir was, das dir entgangen ist. Bitte, macht euch keine Mühe. Seid versichert, wir haben gründlich gesucht. Du verbirgst doch etwas. Was? Das ist absurd. Ein Wahrsager darf nur die Wahrheit sagen, wie du weißt. Du hast Angst, etwas Schlimmes gefunden zu haben. Etwas, das Aileen Sasaki kompromittiert? Doch nicht so laut. Hör zu. Ich versteh's ja, Nirik. Du willst zurück zu deiner Familie und da ist es sicherer wegzuschauen. Aber denk an Leviathan. Wie es allen helfen könnte. Sind wir nicht deshalb hier? Wir dürfen nicht aus Angst lügen. Also gut. Die Anlage liegt südlich von hier am Ufer. Aber? Doch, selbst wenn ihr Leviathan reparieren könnt, sind die Umstände doch garantiert verboten. Zu oft ist die Wahrheit verboten. Na los, gehen wir. Ich würde sagen, ich überzeuge mich mal selbst davon, wie verboten das ist. Zusammen mit Alva. Und uns schützen, wenn wir das Holz herbringen. Ja, ich bin ja schon da. Alva, kannst du dich mal entscheiden, wo du langlaufen möchtest? Ist deine Schulter wieder okay? Weil, wie gesagt, für den Endkampf bin ich ehrlich gesagt noch nicht bereit. Einfach weil. Die Maschinen hier sind gefährlich, zweifellos. Du warst sehr gut mit dem Wahrsager. Du hast dich sehr verändert. Nirik ist wie ich früher. In Panik vor einem Fehltritt. Und bei den Aufsehern hat er allen Grund dazu. Doch was ich seit dem Treibhaus erfahren habe, ist so viel mehr als das, was uns erlaubt ist. Wahrsager sollen die Wahrheit suchen. Und doch wird uns so viel verheimlicht. Ich bin es leid. Da vorn müsste die Anlage sein. Oh, das ist süß. Ich sag doch, die wird nie wieder unbefangen zurückkehren können. Die wird immer anzweifeln, dass das, was ihre... Wo rein? Hier rein? Du meinst hier? So, hier? Hier oben. Aloy, wieso bebt der Boden? Was es auch ist, es ist nichts Gutes. Ich weiß, was es ist. Ich verrate es euch aber nicht. Ah, es verrät sich selbst. Wir müssen es erledigen, wenn wir die Daten wollen. Wo ist es denn? Okay, ich helfe dir.
Ah, oh, shit. Naja, egal. Was war es nochmal? Feuer und... Ich meine doch, dass ich jetzt aber getroffen habe. Oh, komm, du bist ein kleines Kackbratzenvieh. Und jetzt spuckst du mit Säure um dich. Nein, alles gut. Manchmal muss man Schmerz auf sich nehmen. Warum? Ich versuche, was ich möchte. Au. Danke, Alba. Ja, so sollte das nämlich auch sein. Alter, die ist mir zu schlängelig. So, noch einen hinter. Ja. Au. Ah! Aua! 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 Au. Trink! Oh nein! Schon wieder daneben! Dieser dämliche Schlängelzähnchen hier. Ich tue, was ich tun muss. Mach das, Alva, aber bitte mach's einfach. Was? Ah, schon wieder dran vorbei? Schon wieder dran vorbei. Weiß ich nicht. Nur Witz. Du Kackratzenvieh, ey. Das war Sinn und Zweck der Übung. Ich mag es aber nicht, dass ich so nah dran sein musste. Nein, nein, nur ein bisschen. Munition, hier! Alva, halt die Klappe. Die Schlange ist irgendwie ein bisschen verwirrt, dass ich sie die ganze Zeit hier mit dem Gebimse hier... Oh, komm, nur weil die jetzt auf einmal einen Anfall hatte. Au. Mit irgendwas habe ich sie aber hart getroffen, kann das sein? Nein. Entspannt. Ganz schön viel, viele Zitter. Ganz schön viele Zitteranfälle, das gute Ding. Was tut sie da? Das ist meine Chance. Ich hab sie. Ich würde gern. Oh. Und erledigt. Sollen wir weiter? Also, heute Nacht habe ich Albträume. Jetzt warum? Sollten wir uns nach den Daten umsehen können. Alva, aber warum? Es geht viel schlimmer. Es geht viel schlimmer. Immer, immer, immer. Es geht viel schlimmer. Immer, 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 immer. So. Oh. Dinge, die das Vieh verloren hat? Dinge, die das Vieh verloren hat. Faszinierend. Wo müssen wir denn hin? Ich meine irgendwo hier hin. Da finde ich keinen Halt. Nee. Aber ich meine, es war irgendwo hier. Ich bin mir eigentlich... Echt sicher? Was machst du da? War es nicht hier?
Warte mal. Ne, da entferne ich mich davon. Okay, warte mal. Alva, Moment. Ich weiß, dass die Antwort auf meine Frage nämlich ganz simpel ist. Ich will aber nicht ausschließen, dass ich schon wieder zu doof dafür bin. Nein. Ah. Da. Das kann ich nicht ziehen. Ach komm. Alva! Und boom. Viel Sand. Aber nicht viele Daten. Jetzt wart's doch mal ab. Ich bleib hier. Das sieht etwas zweifelhaft aus. Ist das nicht richtig? Offensichtlich nicht. Ja, von mir aus. Aber was ist da? Nichts, wo mein Zugwerfer Halt finden könnte. Ist das toll? Was? Hier durch. Warte mal kurz. Danke, Alva. Sehr freundlich von dir. Lust auf Schwimmen? Zumindest ist das Wasser nicht eiskalt. Nee, das glaube ich aufs Wort. Schau dich um. Ich stelle mir immer vor, wie es zu Zeiten der Alten hier wohl gewesen sein muss. Weniger mühsam, schätze ich. Komm, sehen wir runter. Unabhängig von weniger mühsam? Naja. Halt so und so, ne? Alles okay? Bei jeder Expedition legten die Soldaten als erstes Pfade und Barrieren an. Zum Schutz von uns Wahrsagern. Aber das macht sogar Spaß. Alva ist einfach wie so ein kleines Kind, so ein bisschen. Bestimmt hat Nirik die Ent- Keine Daten über Leviathan. Aber dafür eine Art Protokoll. Die Datenbank löschen? Aber Miss Sasaki, die Berichte zeigen es doch. 3000 zeigen Symptome. Über 400 Tote. Die Daten sind eindeutig. Omuramba verseucht die Wasservorräte und fördert das Bakteriumwachstum. Und da Leviathan denselben Aufbau besitzt... Du bist doch clever. Klassenbeste, richtig? Mein Vater schuf diese Firma mit Hilfe von Weltklasse-Talenten wie dir. Und weißt du, was noch Weltklasse ist? Unsere Rechtsabteilung. Wenn du also nicht den Rest deiner Karriere in einem unterfinanzierten öffentlichen Forschungsinstitut verbringen willst, löschst du diese Datenbank und schickst alle Daten über Leviathan an mein Büro. Ja, Ma'am. Das war sie. Die Ahnin. Eileen Sasaki. Hunderte Tote. Und sie wusste, dass ihr System schuld war und ließ es einfach vertuschen. Waren die Ahnen alle so? Selbstsüchtig, skrupellos, ohne Moral? Nicht alle, aber viele. Und hier verehren sie als Inbegriff von Erkenntnis und Tugend. Nach diesen Informationen funktioniert Leviathan vielleicht gar nicht. Warte, lass uns noch nicht aufgeben. Du hattest doch gesagt, dass die Alten mit Leviathan Überflutungen kontrollierten. Also, funktionierte es wohl doch. Wir wissen mehr, wenn wir die Daten finden. In der Aufnahme war von einer Kopie an Eileens Büro die Rede. Im Hauptquartier des Unternehmens. Dort. Okay. Gehen wir. Wir sollten nicht lange bis zum Turm brauchen. Geh voraus. Mir tut Alva da so ein bisschen leid. Entschuldigung. Was war das für ein anderes System, das erwähnt wurde? Omuramba? Dem Vermächtnis zufolge der Vorgänger von Leviathan. Ein System zur Wassersteuerung, um karge Wüsten fruchtbar zu machen. Die Quen scheinen viel über diese Ahnen zu wissen.
Die Wahrsager versuchten jahrelang Leviathan. Was liegt denn darum? Moment. Dabei stießen wir auf viele Schlängelzahn? Bis wohin ist das denn geflogen? Ich frage mich allerdings, wie viel davon wahr ist. Das Problem ist blockiert. Wir brauchen einen anderen Weg rein. Das Problem ist nun mal. Die Soldaten bauten einen Pfad bei der nahen Ruine. Vielleicht kommen wir von dort hinüber. Geh voraus. Das Problem ist einfach, sofern Geld im Spiel ist, werden viele Menschen sehr schnell korrupt. Und je größer die Menge an Geld ist, umso schneller wird man eben korrupt. Das ist nun mal die Schwierigkeit. Ich, ehrlicherweise, möchte ich überhaupt gar nicht reich sein. Wir leben gut, wir leben angenehm. Wir leben sicherlich besser als... Ich will nicht sagen der Durchschnitt... Aber wie gesagt, wir haben keine Geldsorgen. Auch jetzt mit steigender Inflation und Energiekosten müssen wir uns keine Gedanken machen. Und das ist ein Privileg. Aber wie ich immer zu sagen pflege, Geld macht nicht glücklich, Geld macht nur einfach Sorgenfeuer. Ich glaube, bis hier kamen die Soldaten. Wir müssen höher klettern, um in den Turm zu kommen. Die Leute, die von Geld glücklich werden, sind meiner Ansicht nach auch auf dem ersten Weg... Ich meine glücklich, wirklich im Sinne von nicht sorgenfrei glücklich, sondern glücklich glücklich. Weil sie können sich auf einmal alles kaufen und so ein Schmarrn. Dieses, ich kann mir alles kaufen, führt ganz, ganz schnell dazu, dass man eben mehr Geld will und mehr macht und mehr dafür tut, eben jenes Geld zu bekommen. Und dann kommen wir zu dem Thema Korruption an. Diesen Spruch, Geld macht nicht glücklich, aber sorgenfrei, den habe ich auch einfach von meiner Mama zum Beispiel. Das hat sie immer gesagt, so. Wo muss ich hier hinklettern? Das sagt sie immer. Okay, so, hier muss ich hin. Und ich muss ihr da auch einfach recht geben. Kommst du zurecht, Alva? Ich hatte eine Zeit, gerade nach dem Studium, während des Studiums noch nicht mal so, wo ich noch auf Jobsuche war, die war echt ungeil. Und als ich dann angefangen habe, eben ein gutes, festes Gehalt zu bekommen, war das Leben einfach schon mal direkt leichter. Und angenehmer, sorgenloser. Toll. Hat er uns gesehen? Noch nicht. Ich glaube nicht, aber wir müssen uns vorsehen. Wie kommen wir rüber? Moment. Der Balken sieht vielversprechend aus. Guck mal, Aloy sorgt auch für einen Weg für dich, Alva. Der ist nur nicht zweifelsfrei gefahren. Ich versuche mal noch mal an Stelle zu kommen, wo ich gut speichern kann. Das ist ja viel höher, als ich dachte. Alles gut bei dir? Hast du Höhenangst? Oder merkst du auf einmal, dass du Höhenangst hast? Bitte nicht. Jetzt wäre ich fast gefallen. Ey, Aloy, so schwer kann doch eine Leiter nicht sein. Kaum habe ich da. Wir könnten sie überrumpeln. Okay. Oder uns vorbeischleichen. Und, naja, nicht vom Turm fallen. Wir haben keine Wahl. Warte doch mal. Wir haben eine. Und jetzt schnell... So. Maschinen besiegt. Keine Grauhabichte mehr. Unsere Soldaten sagten, Grauhabichte sind die schlimmsten. Nein. Nein. Dann haben die noch keine Sturmvögel getroffen. So einfach ist das. Ja. Dahin. Hier hinauf. Oh, Aloy ist so pornös stark geworden. Ich weiß aber, hier irgendwo gibt es ein Lagerfeuer und da würde ich gerne... Aloy? Wir sind wirklich hoch oben. Du schaffst das, Alva. Sieh nur nicht runter. Genau. Da ist der Turm. Und wenn du stirbst, dann... Aber wir müssen ja gar wohl nicht gut springen. Du zuerst. Kein Thema. Aloy, ist es ja eh schon... Wegschaffen. Ist es ja eh gewöhnt. Oh ne, falsch. Okay. Ich sollte es auf die andere Seite schaffen. Geschafft. Voll gecheatet okay, hier. Okay, Alva, du bist dran. Okay. Du schaffst das. Aloy, kannst du zusehen, ob ich das richtig mache?
Komm schon, Alva. Du schaffst das. Das klappt schon. Und eins, zwei, drei und... Bitte brich nicht. Eins, zwei, drei und... Alva, Alva, yeah! Oh nein! Alles... Da ist der Turm. Wir sollten rüberkommen. Aber wir müssen wohl springen. Das klingt ja gar nicht... Du zuerst. Was wir erst diesen Schatten schaffen. Okay. Ich sollte es auf die andere Seite schaffen. Ich wollte einfach retten. Geschafft. Warum passieren wir eigentlich immer mit Alva die lustigsten Sachen? Erst das mit dem CEO, jetzt das mit Alva. Kannst du sehen, ob ich das richtig mache? Komm schon, Alva. Du schaffst das. Das klappt schon. Bitte brich nicht. Oh, jetzt darf nur nicht ich wieder so nervös werden. Ich wollte unbedingt Alva retten. Alva! Alles gut. Oh, wow. Da geht's echt tief runter. Da geht's wirklich tief runter. Geht's dir wirklich gut? Habe ich gerade getestet. Alles okay. Hier sollte doch irgendwo ein Lagerfeuer sein, Mensch. Okay. Die Tür ist zu. Man braucht wohl einen Code. Finde ich den noch? Okay. Hier steht, der Code ist Monat und Jahr der Unternehmensgründung. Dem Vermächtnis zufolge war das im Oktober 2023. Also 12/23? Okay. Das Unternehmen wurde also im Oktober gegründet. Dem 10. Monat des Jahres. Danke, Alva. Also sprich ungefähr 10 Monate. Jetzt müsste die Tür auf sein. Ist das Lagerfeuer hier? Tarndaten hier? Kostensenkungsstrategie? Wir reden hier von Menschenleben. Bei Omuramba habe ich gehorcht. Aber das ist... schlimmer. Ganz ruhig, Eileen. Das Risikomanagement weiß Bescheid. Sie meinen, dass die Chance eines weiteren Zwischenfalls in akzeptablem Rahmen liegt. Wir machen weiter mit Leviathan. Weißt du, Dad, Einsparungen rächen sich immer irgendwo. Ob in akzeptablem Rahmen oder nicht. Tja, eines Tages in ferner Zukunft, wenn du das Sagen hast, kannst du tun, was du willst. Doch bis dahin, lass das doch meine Sorge sein, ja? Eileen und ihr Vater waren nicht immer einer Meinung. Das ist aber die Omuramba-Vertuschung war wohl nicht ihre Idee. Das ist egal. Sie hat trotzdem mitgemacht. Manchmal hat man auch keine Wahl. Ihr Büro muss weiter oben sein. So, also jetzt kann ich einen Cut reinmachen. Im Schacht ist eine Leiter, aber er ist blockiert. Vielleicht kann ich den Schutt aus dem anderen Schacht räumen. Moment. Ich habe keine Zeit dafür. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.